Hallo, hier ist Jana aus meiner Bastelecke. Ich habe heute zum 150. Kreativen Montag ein besonderes Projekt für euch, was ich für Doro gemacht habe. Dorothea Keiling ist ein Teammitglied im Team Bastelecke. Und zwar ist das mein Team bei Stampin' Up, also das heißt, sie ist über mich als Demonstratorin bei Stampin' Up eingestiegen und deswegen ist sie automatisch in meinem Team. Wie ihr sehen könnt, ist sie jetzt schon seit 5 Jahren bei Stampin' Up dabei und da bekommt man von Stampin' Up so einen Pin, den habe ich auch bekommen, als ich 5 Jahre Jubiläum sozusagen hatte. Das ist mein Pin und das ist ein Foto von dem Pin, den bekommt sie ja zu sich nach Hause geschickt und ich habe mir gedacht, sie kann den, also entweder sie lässt so oder sie kann den dann da durchpieken. Ist es ja vielleicht nicht schlecht, wenn man den dann so aufbewahren kann, vor allen Dingen, weil hier drinne etwas ist, was mit den 5 Jahren zu tun hat. Aber vielleicht zeige ich euch erstmal, wie diese Box eigentlich aussieht. Das ist nämlich hier von diesem bekannten Schokoladenhersteller eine kleine achteckige Box, die ich einfach verkleidet habe und ich habe den Inhalt natürlich rausgenommen. Sie bekommt die Originalbox mit den Pralinen drin und einmal die Box mit dem, was ich gebastelt habe. In dieser Verpackung hier sind Fotos mitverarbeitet. Zu solchen Gelegenheiten mache ich das immer total gerne, Fotogeschenke zu verschenken. Einfach, weil man sich eben dann an diese 5 Jahre auch nochmal ganz anders erinnern kann und was man eigentlich alles zusammen gemacht hat. Und deswegen habe ich, ja, hier sind auch 5 Kerzen drin, weil 5. Geburtstag, also nicht Geburtstag, aber 5 Jahre Jubiläum sozusagen. Deswegen 5 Kerzen, die könnte sie sich anzünden, wenn sie das möchte. Aber ihr seht hier schon ein Foto und wenn ich das jetzt umdrehe, fluppt da ein kleines Mini-Album raus, was ich exakt dem angepasst habe, der Form von dieser Box hier. Und ich kann euch sagen, es war nicht einfach, weil man würde jetzt ja denken, bei so einer achteckigen Box, die sieht doch eigentlich sehr symmetrisch aus und dass irgendwie alle Seiten gleich sind. Nee. Die hier sind immer länger als die hier und die sind auch nicht alle exakt genau gleich lang. Und deswegen war das auf jeden Fall mal deutlich aufwendiger, als ich das vorher gedacht hatte. Ich bin jetzt hier ins Voice-Over rübergegangen, weil meine Kamera da nicht mehr weiter aufgenommen hatte. Und zeige euch jetzt einfach mal, wie ich da vorgegangen bin, um dieses Album hinzubekommen. Ich habe auf jeden Fall mir die Fotos selber zu Hause ausgedruckt auf meinem portablen Fotodrucker. Die Maße von dem Drucker, also die Fotos, die ausgedruckt werden, sind ungefähr 10 x 15 cm. Und ich habe mir meine Bilder am Computer so bearbeitet, weil ich ja auch teilweise 2 auf 1 drauf habe quasi, einfach, dass ich mehr Fotos unterbringen konnte, habe mir die am Computer eben so bearbeitet, dass ich nachher die auf diese Größe von diesem Achteck zurechtschneiden kann, von der Schachtel. Und um das Achteck dann auch genau so hinzubekommen, also dass die Fotos nachher in die Schachtel reinpassen, habe ich mir einfach als Vorlage dieses extra Teil, das ist so, nicht Schaumstoff ist es nicht, so ein Pufferding, was über den Pralinen liegt, das habe ich mir einfach genommen als Vorlage, denn das passt ja in die Box, weil es kommt ja in der Box. Und dann habe ich mir das erste Bild einfach damit einmal umrandet mit Kugelschreiber und ausgeschnitten. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht ausrutscht mit dem Kugelschreiber und dann das Bild vollmalt. Und nachdem ich dann ein Bild mal ausgeschnitten hatte, konnte ich das Bild dann als Schablone verwenden. Ist ein bisschen einfacher. Dieses andere Teil lässt sich so zusammendrücken. Und dann kann es auch mal passieren, dass die Linien nicht ganz gerade werden. Ja, und das habe ich mit jedem der Fotos, der Bilder, die ich ausgedruckt hatte, einfach gemacht, dass ich die dann das immer aufgemalt habe und eben mit diesem kleinen Hebelschneider von Stampin' Up dann ausgeschnitten habe. Um eine Reihenfolge fürs Album festzulegen, hatte ich mir die Bildchen alle so nebeneinander hingelegt auf meine Arbeitsfläche und dann eben immer so mit dem Rücken aneinander oder Kopf aneinander, kann man das so sagen, also dem Bild an sich aufeinander oder dem Rücken aufeinander
eben so aufgestapelt, wie das Album nachher dann zum Aufblättern sein soll. Und weil ich tatsächlich nicht so genau wusste, wie ich dann weitermachen soll mit der Bindung, habe ich mich erstmal um das Äußere gekümmert und habe hier diese Box verkleidet, so dass man natürlich das Logo nicht mehr sehen kann. Und das war auch nicht nur oben drauf, sondern auch noch an der Seite am Rand und unten auf der Schachtel war was drauf. Ja, auch die Zutaten und dieser ganze Kram. Also es musste rundum quasi verkleidet werden. Das ist ein relativ langer Prozess immer. Ich bin da sehr am Überlegen und Rumprobieren. Deswegen habe ich es auch nicht quasi währenddessen erzählt, sondern muss das jetzt im Voice-Over machen, dass ich es auch schneller durchlaufen lassen kann. Ich habe verschiedene ältere Washi-Tapes ausprobiert, die irgendwann mal bei Stampin' Up! Erhältlich waren. Da habe ich mich einfach an den Farben orientiert von der Schachtel und habe dann zwei gehabt. Ich hatte jetzt zuerst dieses breitere davon schon einmal drum, das musste ich dann wieder abmachen, weil ich dann doch eben diesen Streifen lieber unten drunter als oben drüber haben wollte. Den sieht man jetzt dann durch das zweite Band auch noch durch, aber dann ist er nicht ganz so kräftig von dem Grün her und weil es auch nicht exakt der gleiche Ton war, habe ich es eben übereinander geklebt. Das mit den Dreieckmustern ist eben so leicht transparent und deswegen sieht man den grünen Streifen noch. Das Ganze hat auf jeden Fall ausgereicht, um eben hier dieses Logo zu überdecken. So sieht das dann aus. Und dann habe ich eben die Form nochmal gebraucht für den Deckel und auch eben für unten drunter. Habe mir da einfach aus weißem Farbkarton was ausgeschnitten. Ich finde tatsächlich, dass man hier ganz gut sehen kann, wie viel ja, Arbeit das war, das wirklich so hinzubekommen, dass es dann tatsächlich auch wirklich in diese Packung reinpasst. Also es ist, ich habe immer wieder geschnitten und geschnitten und geschnitten. Da kann ich euch auch gar keine Maße geben, weil das müsst ihr ja auf die Verpackung, die ihr verkleiden wollt, sozusagen abstimmen. Und damit ich hier auch keine Maße mir irgendwie doof ausmessen muss, habe ich einfach das weiße Papier auf ein grünes geklebt und habe dann außenrum ungefähr gleichmäßig einen Rand geschnitten, damit ich eben die gleiche Form habe und da jetzt nicht ewig rumtun muss. Als Stempelset habe ich das Painted Poppies genommen und passend dazu die bezaubernden Etiketten. Und dann noch hier diese Wörter, das sind die Wunschworte. Und habe mir daraus dann eben meine schöne Verzierung gebaut. Mit alles Liebe zum... Und eigentlich könnte man da natürlich Geburtstag oder was weiß ich was hinmachen. Und dann habe ich einfach ein paar Blüten, ein paar Blätter aufgestempelt und ausgestanzt, damit ich damit arbeiten kann. Ich wollte so ein bisschen was haben, wo dieser Pin, also wenn sie denn das austauschen möchte, ja, dass da einfach was Schönes dahinter liegt. Deswegen die Blume, wo der sozusagen reingestochen wird. Ich habe hier zum ersten Mal die neue Stanzmaschine von Stampin' Up! Ausprobiert, die Mini, also es ist so eine kleine handliche und gerade für so eine Kleinteile ist das total super. Achso, ihr seht hier, ich lege das zum nicht ganz drauf, weil ich tatsächlich nur zu 5 Jahren Stampin' Up! Machen wollte und nicht zum, da hat das M einfach nicht gepasst. Das kann man ganz leicht machen, indem man eben da kein Papier hinlegt, wo man das haben will, beziehungsweise ich hätte auch das Zum komplett ausstanzen können und dann nachher einfach das M abschneiden. Aber ihr seht hier, die nimmt nicht viel Platz weg, lässt sich auch zusammenklappen, um sie dann zu verstauen. Und ich hatte jetzt hier ein bisschen Probleme, wie gesagt, ich habe das ja zum ersten Mal verwendet. Da muss man sich so ein bisschen nochmal umgewöhnen, aber letztendlich ist auch eine Anleitung mit drauf, wie man das Ganze macht. Und manchmal braucht man eben ein bisschen mehr Muskelkraft in der Arme, um es durchzukurbeln. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier hintereinander weg, hat ja nur eine von diesen Blattstanzformen, da ist er durchgekurbelt. Bei dem Alles Liebe habe ich darauf geachtet, dass ich auch die Kleinteile, die man da so mit ausstanzt, also der I-Punkt und dann diese ganzen Sachen, ja, bei dem L zum Beispiel hat man zwei so eine Kringel, wo was ausgestanzt ist, beim E das Innere, beim B. Und diese ganzen Sachen habe ich aufgehoben, weil ich innen rein in die Schachtel
damit sozusagen das auch noch gleich mit verwendet habe. Also ich habe sowohl das Positiv wie auch das Negativ von diesen Standsformen verwendet. Weil wieso denn das Ganze wegwerfen, wenn da auch nochmal alles Liebe steht? Nur musste ich halt gucken, dass ich hier die Lücken wieder fülle. Deswegen habe ich mir die Worte, die ich ausgestanzt habe, da einfach wieder reingelegt. Das ist dann schön einfach, weil man ganz genau weiß, wo man die ausgestanzten Kleinteile hinmachen muss, dass es auch ja ordentlich aussieht nach dem Schriftzug. Und das ist jetzt ein bisschen Fummelarbeit tatsächlich. Also das dauert. Muss man sich überlegen, ob man das möchte. Es gibt ja auch diese Aufhebhilfen, die so einen Kleber vorne dran haben und so. Mir ist auf jeden Fall zum Schluss aufgefallen, dass mir ein Boller gefehlt hat. Das ist natürlich ganz doof, wenn einem Boller fehlt, ne? Also ich habe schon geguckt, dass ich immer ungefähr den finde, der jetzt die Aussparung hat, wo es reingehört. Manche sind ähnlich. Ja, und jetzt suche ich nach dem einen Boller. Ich meine, dass ich tatsächlich mir nochmal einen Boller kurz ausgestanzt habe. Ich suche. Ja, daran erinnere ich mich noch. Dieser eine. Und es ist nicht der, der da oben auf der Packung liegt, weil das ist der I-Punkt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte den, als schon alles vorbei war und das Projekt erledigt war und aufgenommen und so. Da habe ich, glaube ich, den Punkt wiedergefunden, wie es halt immer so ist, ne? Damit ich erstmal weitermachen konnte, hatte ich es dann so gelassen. Hier haben sogar zwei Boller gefehlt. Also das wusste ich jetzt echt nochmal. Naja, ich glaube, da hatte ich mich dann später drum gekümmert und dann habe ich erstmal quasi den Deckel fertig gemacht, mir mal alles so hingelegt, wie ich es mir ungefähr vorstellen könnte, um so ein bisschen hier rumzuprobieren, auch mit den Blättern, wo die hin sollen und wie alles hingeklebt werden soll. Und als ich es dann so hatte, wie ich es wollte, da habe ich es dann einfach mit dem Flüssigkleber festgeklebt. Es gibt auch so einen Präzisionskleber, der trocknet, aber finde ich so ein bisschen glänzig. Also man sieht den mehr als hier diesen Flüssigkleber, der ja so eigentlich weiß ist und dann aber eben transparent trocknet. Und so brauchte ich nur diesen einen Kleber. Man muss ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man drauf drückt, dass nicht zu viel Kleber oben rauskommt. Das ist ganz klar. Man kann das mit dem auch dosieren. Aber man muss eben ein bisschen Gefühl dafür kriegen, ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe hier auch noch so einen Klebemittelradierer. Den gibt es leider nicht mehr bei Stampin' Up, gab es aber mal. Also ich fand es echt schade, als sie den mit rausgenommen haben, weil ganz im Ernst, der rettet einem echt und mir auch immer noch immer mal wieder Projekte, wo halt dann so hässliche Klebeflecken da sind, so dunkle, und dann radiert man das damit einfach weg. Sehr hilfreich. Aber das ist auch der, den ich mir irgendwann ganz am Anfang gekauft hatte. Und ihr seht, da ist noch genug über. Es ist einfach eins von diesen Teilchen, den man sich einmal kauft und dann braucht man irgendwie nie wieder ein neues. Habe ich so das Gefühl. Je nachdem, wie oft man es nutzt. So, dann habe ich das Ganze draufgeklebt und dann war zumindest schon mal der Deckel fertig. Was aber natürlich noch ein bisschen wichtiger war, ist ja eigentlich das Album in der Schachtel. Und dann hatte ich hier erstmal das Coverfoto sozusagen auf ein Blatt Papier aufgeklebt und dann festgestellt, oh, das passt da gar nicht richtig rein. Und das andere Foto war genau richtig da, wo ihr Blog, also das ist ein Beitrag zu ihr auf meinem Blog gewesen, zu meinem Team sozusagen. So, und dann hatte ich die jetzt in der gleichen Größe. Und dann habe ich schon gedacht, ja, aber du solltest vorher noch deine Bindung überlegen, weil die muss ja zwischen das Bild und den Farbkarton da, dass man die dann nicht sieht, weil es soll ja nicht über dem Bild kleben. Und das ist dann wieder so ein Prozess gewesen. Dann habe ich ausgemessen und geguckt und habe mir gedacht, bringst du irgendwie die Farbe Limette noch wieder mit rein, die es übrigens nicht mehr gibt. Das ist eine ausgelaufene Farbe, aber die hat halt am besten zu der Farbe von dem Karton gepasst. Ich hebe sowas immer auf und dann habe ich das, wenn ich es für bestimmte Projekte brauche. Jetzt habe ich hier eine Faltung gemacht und zwar nicht einfach nur einen Falz in der Mitte, sondern ich glaube so ein paar Millimeter, so 2-3 Millimeter auseinander nochmal ein Falz, dass da so ein bisschen mehr Spielraum ist als Bindung,
damit das nachher nicht zu offen steht, sozusagen, das Album. Also, dass das schön schließt. Und dann habe ich das eben zwischen diese Bilder reingeklebt und habe mich entschieden, ich nehme hier, habe ich echt ein Klebeband genommen? Ich dachte eigentlich, ich hätte die ganze Zeit Flüssigkleber genommen. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Aber dann habe ich die Sachen aufeinander geklebt. Das war quasi jetzt erstmal hier mein Test. Und dann habe ich mich an die nächsten Fotos gemacht. Da muss man dann natürlich, also ja, ich habe hier noch ein bisschen nachjustiert. Ich habe euch ja gesagt, es war ganz schwierig, das mit den richtigen Maßen hinzubekommen, dass das auch wirklich reinpasst und weil alles so ein bisschen unterschiedlich war. Und dann habe ich letztendlich jetzt immer das Gleiche gemacht. Einmal hier wieder ein Farbkarton dazwischen und damit ich das nicht extrem umständlich ausmessen musste, habe ich einfach das aufgeklebt, ausgeschnitten, dann da wiederum eine Bindung dazwischen gemacht, dann das nächste Foto draufgeklebt und dann da wieder ein Foto auf die Bindung, Farbkarton und so weiter und so fort. Hier habe ich erstmal einige Bindungen am Stück ausgeschnitten. Dann konnte ich nämlich jetzt einmal hintereinander weg alles aufkleben. Also es funktioniert so, ne? Ich habe da jetzt die Farbkartonseite. Da drauf kommt die Bindung geklebt, einfach mit Flüssigkleber. Schön andrücken und gucken, dass die Bindungen quasi alle aufeinander abschließen, so oben und unten. Dann kann da jetzt wiederum ein Foto drauf. Und da muss man natürlich dann gucken, dass man das schön wiederum abschließt überall. Nochmal nachjustieren mit der Schere, wenn irgendwie wo ein bisschen was übersteht. Wie ich das jetzt hier zum Beispiel mache. Und dann kann da das nächste drauf. Und man muss dann quasi innen auf die Bindung, was, also den Kleber drauf machen, das Foto falsch herum rauflegen, festkleben. Dann kann das wiederum auf Farbkarton aufgeklebt werden. Und dann geht das ganze Spielchen von vorne los. Nachdem ich alles zusammengeklebt hatte, bin ich nochmal mit dem Mikrofasertuch rübergegangen. Das ist eigentlich das Tuch, mit dem man auch die Stempelblöcke sauber macht. Einfach um die ganzen Klebereste wegzukriegen. Und dann fehlte mir ja bei der Box jetzt noch der Boden und auch das Innere. Ihr seht, ich habe hier so einen Farbkarton verwendet, wo ich schon mal was draufgedruckt hatte, was falsch war. Wieso nicht genau den verwenden, wenn man ihn eh irgendwo drauf klebt und dann sieht man nicht, dass schon mal was drauf gedruckt war. Deswegen habe ich einfach, ich habe so eine Restekiste und da habe ich reingegriffen und dann war das halt einer und dann habe ich den eben dafür verwendet. Ich glaube auch, um es zwischen die Fotos zu kleben, weil da ist ja dann von beiden Seiten was drauf geklebt, da sieht man also auch nichts durch. Und auch hier musste ich wieder ziemlich lange Mini-Streifen abschneiden, bis ich irgendwann genau die Passform hatte, dass das hier raufpasst. Und man muss auch gucken, in welche Richtung man das dreht, weil es tatsächlich nicht in jede Richtung gleich da drauf passt quasi. Das dauert ein Stückchen, aber ich will ja auch sehen, dass ihr wisst, wieso das nicht so einfach war und wieso sich das jetzt auch so lange hingezogen hat, das dann zu schneiden. Es ist tatsächlich schwierig, wenn man dann währenddessen nicht redet, wobei, wenn ich währenddessen geredet hätte und das dann hätte alles schneiden müssen, das hätte auch Stunden gedauert. Okay, ist auch nicht viel besser. Naja, auf jeden Fall hatte ich eben so jetzt einmal die Rückseite gemacht. Das ist ja relativ einfach, nur dass man halt nicht sehen kann, was da alles drauf gedruckt ist. Und dann hatte ich ja mir dieses Negativ aufgehoben von dem Alles Liebe und habe mir jetzt gedacht, na, wenn das Album nicht in der Schachtel ist, wenn man das rausnimmt, dann ist ja die Schachtel so relativ leer. Und dann habe ich mir gedacht, dann könnte ich das Alles Liebe ja damit reinmachen. Es kann sein, dass ich den Punkt noch gefunden hatte, aber was mit dem E? Ah, nee, da habe ich es dann ausgestanzt. Okay, also B hatte ich wieder gefunden, E nicht. Gut, auf jeden Fall passte dieses Stück, was ich da ausgestanzt hatte, halt auch noch exakt in die Schachtel rein, was natürlich ziemlich cool ist. Und jetzt habe ich quasi nur das E. Jetzt finde ich den Punkt schon wieder nicht. Ohne Worte. Ja, jetzt habe ich es nochmal ausgestanzt, weil mir das E abhanden gekommen ist. Also ich habe quasi zweimal ein E ausstanzen müssen, um genau dieses Teilchen. Jetzt habe ich es. Da ist es. Ja, passiert, ne? Aber es war wichtig, dass es auch noch da ist, weil sonst sieht es halt so aus, als ob was fehlt. Das geht halt gar nicht.
Ich wollte innen drin auch noch mal was von der grünen Farbe, also von der Limette mit aufnehmen und hatte hier noch so ein Stück über, was ich, glaube ich, zurechtgeschnitten hatte, eigentlich für vorne drauf. Und dann hatte ich ja aber dieses Weiße auf das Grüne draufgeklebt und so ausgeschnitten. Aber so konnte ich das auch noch gleich mitverwenden, was natürlich nicht schlecht ist. Allen Ausschuss sozusagen noch mitverwendet und habe das einfach da reingeklebt. Und das heißt, wenn man dann das Album aufmacht und oder die Box aufmacht, das Album rausholt, dann steht da halt nochmal alles Liebe und sieht nicht so langweilig aus. Und dann muss ich mir jetzt nur noch überlegen, weil meinen Pin wollte ich eher nicht geben. Ist ja mein 5-Jahres-Pin. Habe ich ein Foto gemacht mit dem Handy und habe das Ganze ausgedruckt. Ne, kurz bearbeitet hier noch, dass die Farbe mehr hinkommt, so wie sie im Original auch ist, weil das Handy doch ein bisschen anders dargestellt hat im Foto. Das Bild habe ich einfach mit meinem normalen Drucker ausgedruckt und dann habe ich irgendwie geguckt, ja, ist ein bisschen zu dünn, wo kann ich es denn noch draufkleben, dass es so ein bisschen so ähnlich dick wird wie der eigentliche Pin und habe hier so aus einem, ja, aus so einem IKEA-Rahmen, wo ich eben was anderes mit gemacht hatte. Da sind immer diese Passepartouts drin und das habe ich einfach aufgehoben. Ich heb mir so eine dickeren Pappen immer auf und habe dann zuerst versucht, das mit einer Kreisstanze auszustanzen, die eben genauso groß ist. Es hat in Teilen funktioniert, aber eben nicht komplett. Aber so hatte ich zumindest schon mal den Kreis vorgegeben, weil Freihand einen Kreis so mit einem Cuttermesser auszuschneiden ist doch ein bisschen schwierig. Und so musste ich halt jetzt nur noch die Ecken quasi ausschneiden mit diesem Bastelskalpell, dass es einfach insgesamt dann sich raustrennen lässt. Und damit hatte ich eben dann auch diesen 3D-Effekt quasi von dem Pin. Was man jetzt hier ganz gut sehen kann, ist, dass eben man an der Seite doch noch dieses Weiße sieht. Und das war mir noch nicht authentisch genug. Also habe ich hier erstmal noch die Ränder ein bisschen geklettet und dann habe ich da mit so einem silbernen Gelstift einfach drüber gemalt. Ja, es ist nicht exakt die Farbe, aber zumindest besser als das Weiß. Das war dann so das Letzte, außer dass ich, wie ihr hier sehen könnt, noch den I-Punkt durch ein Glitzersteinchen ersetzt habe. Ansonsten habe ich diesen Pin, der ja kein richtiger Pin ist, mit so Klebepunkten drauf gemacht. Einfach, dass sie den runternehmen kann, die Doro, wenn sie den austauschen möchte. Ja, und das ist eben das fertige Projekt, was doch aufwendiger war, als ich das ursprünglich gedacht habe. Aber das ist ja öfter so. Und ich weiß aber, dass Doro sich sehr drüber gefreut hat. Ich finde, der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es kommt natürlich immer darauf an, für wie man es macht. Aber ich finde, dass es ganz gut geworden ist. Auch wenn man sieht, dass es jetzt nicht immer so ganz exakt ist, weil es halt so schwierig war, diese Form zu schneiden. Ich habe mittlerweile sogar eine größere Packung angesammelt, die eine ähnliche Form hat. Ich weiß nicht, ob ich mir das antue, da vielleicht ein größeres Album reinzumachen. Nee, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der neue kreative Montag gefallen hat. Der 150. Das ist schon erstaunlich. Aber ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen und die nächsten sind dann hoffentlich wieder ein bisschen einfacher zu schneiden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, da freue ich mich immer drüber und das hilft mir auf YouTube auch weiter. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, seid kreativ, viel Spaß, falls ihr euch an das Projekt wagen wollt und es nachbastelt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!